Das ist wieder ein Video von KS-Freak. Wenn es dir nicht gefällt, dass ich so viel auf deine Videos reagiere, sag Bescheid, dann lade ich die nicht mehr hoch. Aber ich denke, dir bringt es ja auch was. Wir haben uns ja letztens sein Drogenvideo angeguckt. Das hier fand ich ganz okay. Auch wenn er ein bisschen Bullshit gelabert hat, aber gut. Was man dazu halt sagen muss, es sind halt oftmals auch einfach eigene Erfahrungen, die man halt gemacht hat, ne, deswegen. Und jetzt gucken wir uns einen Joint als Belohnung KS-Freak der zweite an. Servus, Leute. KS-Freak ist back. Und ich darf hier heute immer mal ganz gechillt begrüßen, Leute, hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Kleber, ich weiß gar nicht, wie ich das Video heute nennen werde, aber ich habe mir heute wirklich sehr, sehr viele Notizen aufgeschrieben, sehr viele interessante Fakten, die auch mich selber betreffen, über die ich sehr lange nachgedacht habe. Ich möchte heute mit euch einfach über dieses Drogenvideo sprechen, eure Kommentare, eure Reaktionen, die Befürworter, die Leute, die dagegen sind. Ich habe so viele interessante Meinungen aufgefasst, Leute. Und in diesem Video werde ich wirklich auf alles eingehen. Und ich glaube, dieses Video wird euch noch einmal zum Nachdenken bringen. Naja, ich weiß auch, dass sich KS-Freak mit Tanzverbot getroffen hat. Warte, ich gucke jetzt selber im Stream, wenn ihr Scheiße labert, dann banne ich euch alle, Alter. Zum Nachdenken hallo, bringen, hallo, denke hallo, ich hallo, an, hallo, die Befürworter wir labern sind, was Hate und jetzt betrifft und so. Ich weiß. Wenn ihr Scheiße labert, dann banne ich euch alle, Alter. Zum Nachdenken hallo, bringen, hallo, denke hallo, ich hallo, an, wir die labern Befürworter jetzt sind, was Hate stimmt, das ist echt ein bisschen laut, ne? Wieso, Digga, bei, das verstehe ich nicht, Mann. Es wird mir genau gleich laut angezeigt bei OBS. Also ich sogar ein Stück lauter. Es funktioniert doch gar nicht. So, die Leute, die gerne Gras rauchen, die haben sich natürlich angegriffen gefühlt, Leute. Ich habe so viele offene Fragen hier, Leute, und ich möchte alles beantworten. Alles, danke Bruder. Auch an jeden Leute, der diesen Kanal jetzt abonniert hat. Es wird natürlich noch ein Special kommen. Wir haben schon einige Zahlen übersprungen bei einer bestimmten Zahl. Die sage ich jetzt noch nicht, deswegen habe ich auch die Abonnenten nicht eingeblendet. Aber Leute, abonniert auf jeden Fall den Kanal, ihr seid herzlich eingeladen. Ganz kurz noch, danke noch für die Streams, Leute. Und zwar sind die Streaming-Zahlen extrem nach oben gegangen, weil ich letztens gesagt habe, wenn ihr mir helfen wollt, dann streamt meine Songs. Küsst euer Herz, Mann. An alle, die meine Songs streamen, Leute, vielen herzlichen Dank, Mann. Es macht halt einfach wieder richtig Bock, hier diesen Kanal zu betreiben. Und ich bin einfach glücklich gerade, Leute. Danke, vielen herzlichen Dank auf jeden Fall. Wollte mich nur bedanken. Dann wollte ich noch sagen, es gibt jetzt zu jedem KS, wo die Leute gibt es eine Autogrammkarte dazu. Ihr toll. Wisst Bescheid. Das Autogramm von jemandem, den keiner dann, mehr kennt, geil. Weil ich 4 Tage kein Video gebracht habe, Leute, für alle, die mich auf Instagram verfolgen. Ihr wisst Bescheid. Ehre Felix, Dankeschön für deinen Zahn, Sub 4 Monate. Sind wir glücklich, mega glücklich. Ich jeden Tag ein Video drehen, also es ist für mich auch nicht immer so leicht. Dann habe ich noch ein paar Songs fertig geschrieben im Studio in Wien. Das heißt, die erste Single wird wahrscheinlich im Januar kommen. Ich sage nicht wann, weil sonst laden wieder irgendwelche Spasten mit mir gleichzeitig hoch. Ich hasse das. Das soll heute eigentlich gar nicht die Thematik sein. Und zwar möchte ich über dieses Drogenvideo sprechen. Eure Fragen auch. Es gab so viele interessante Fragen, aber ich konnte nicht jede Frage beantworten und ich möchte einfach dieses Video heute nutzen, um eure Fragen einfach zu beantworten, Leute. Ich glaube, es ist so ein interessantes Thema. Ich möchte mit euch einfach darüber sprechen. Und nein, Leute, ganz, ganz wichtig, weil die Leute gesagt haben, ey, KS, du bist doch high in dem Video. Oder auch beim Lisa-Video, wo ich so durchgedreht bin, Leute. Natürlich drehe ich durch, Mann, wenn jemand so viel Kratzer in ein Auto macht. Vielleicht war es auch ein Fehler, dass ich in dem Video eine geraucht habe, weil viele haben sich gedacht, ich rauche einen Joint hin und her. Also ich bin gesehen, dass das ein ganz normaler Dings war, oder? Ja, auf jeden Fall bin ich nicht high, Leute, okay? Er hat sich ja wirklich alles aufgeschrieben, sogar mit der Hand. Also wenn, dann mach dir doch Notizen an deinem Handy oder so. Jetzt Ehre, gerade, Mann. Ich bin einfach normal. Oder also, druck dir das aus. Du hast keine Ahnung von... Vor allem, wo wohnt der eigentlich gerade, Mann? Das ist ja genauso groß wie mein... Das ist echt genauso groß wie mein Arbeitszimmer ungefähr. Nee, meint sogar noch ein Stück länger, glaube ich, als seins. Ehre, Bruder. Siehst du, wir sind wie Brüder, nur noch länger, enger verbunden. Drogen. So. Leute, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich hier irgendwie der Drogenkönig bin oder der Drogenbaron. Ja, mal der bin, Drogenkönig. So. Ich möchte mich auch nicht der Drogenkönig damit brüsten, dass ich jetzt so ein unglaubliches Know-how habe, was Drogen betrifft. Aber ich kann euch mit Sicherheit sagen, dass ich Ahnung habe von Drogen, Leute. Ihr müsst euch so vorstellen, Leute, ich war sogar in so einer Phase, dass ich andere Leute wollte ich davon überzeugen. Versteht ihr, Leute? Ich bin da gestanden und ich wollte die alle davon überzeugen, dass sie es nehmen. So weit bin ich sogar schon gegangen, Leute. Ich war der, der die anderen davon überzeugt hat, naja, dass sie gut, es tun das ist sollen. Ja, das hat ja aber nichts damit zu tun, wenn man selber Dings ist oder so. Jetzt wieder lauter, hey, Digga, ich verstehe OBS nicht, Mann. War es jetzt so ein bisschen lauter, jetzt gebt euch zufrieden. Und jetzt, Leute, versteht ihr, jetzt sitze ich hier und ich möchte euch vom Gegenteil überzeugen, weil ich mich selbst damit gefickt habe. Das heißt, für alle, die sagen, ich habe keine Ahnung von Drogen, bitte, Leute, seid einfach leise, Mann. Ich denke, ich bin alt genug, um einzuschätzen zu können, ob ich die Ahnung davon habe oder nicht, okay? Okay, das Ding ist,
Nur weil man selber etwas nimmt, macht einen das halt nicht zu einem Experten so. Ne, das darf man halt auch nicht vergessen. Danke, ADHS-Player. Geilen Namen für den Twitch-Reinser. Feiergurten, Kuchen, TV Krümel. Ehre, Mann. Du hast mir die Augen geöffnet. Wie komme ich davon weg? Ihr müsst einfach dieses Denken ändern. Versteht ihr? Euer Suchtgefühl steuert euch. Und man darf sich nicht von diesem Ja, Suchtgefühl ich kann das lenken Video halt auch lassen. bei YouTube leiser machen, das bringt ja nichts so, weil. Man darf sich nicht von diesem Ja, Suchtgefühl ich kann das lenken Video halt auch lassen. bei. Ja, doch, das müsste jetzt aber ungefähr stimmen, Steuern ne? lassen. Man muss es vergessen. Macht was Dankeschön, anderes. Trollblau Geht TV, vielleicht für den Twitch-Reinser trainieren. ab Ehre, Mann. Unternehmt Weil es was. jetzt Wie wieder mehr werden, gesagt, muss ich einfach mich nicht mehr danach. kaufen, Ja. Leute. Sobald ihr es da habt, dann konsumiert man das Zeug. Man hat es direkt bereit. Okay, dann dreht man sich schnell ein. Es ist halt schnell gemacht. Versteht ihr, was ich meine? Weg davon. Auch vielleicht mit den Freunden, die ihr gerade abhängt, wenn die alle konsumieren, Leute, dann distanziert euch einfach mal ein, zwei Wochen von den Freunden. Weißt ihr, richtige Freunde heulen jetzt nicht rum, wenn ihr 2 Wochen nichts mit dem unternehmt. Wisst ihr? Richtige Freunde stehen hinter euch. Wenn ihr zum Beispiel sagen wollt, ey Jungs oder ey Mädels, ich möchte vielleicht aufhören, warum hören wir nicht einfach als Gruppe damit auf? Man muss ja nicht immer puffen. Versteht ihr, was ich meine, Leute? Man kann ja auch was anderes machen. Warum Hä? muss man dann Was immer kann man Gras denn noch rauchen, machen? Digga? Warum muss man beim Feiern gehen immer direkt eine Line ziehen oder so? Es ist ja nicht nötig. Es gibt ja Leute, die können gar nicht mehr ohne den, weil einfach dieses Suchtgefühl immer da ist. Man entwickelt dann so einen Gedanke, ohne den kann ich nicht mehr richtig feiern, zum Beispiel. Und wenn dieser Satz fällt, ich kann ohne den nicht mehr das machen, ah, schwierig, Leute. Dann seid ihr schon ganz tief drinnen, Mann. Und es gab halt einfach so. Ja, also da muss man auf jeden Fall sagen, also so halb finde ich das auf jeden Fall richtig, was der halt sagt. Also wenn ihr halt irgendwie davon süchtig seid oder halt wegkommen wollt, dann ist es halt tatsächlich ganz gut, wenn man ja vielleicht auch mal so ein bisschen aus den alten Gewohnheiten halt einfach rauskommt so. Ja, ich hatte ja selber auch schon Kollegen gehabt, die davon süchtig waren, denen ich auch so ein bisschen geholfen habe. Und es hilft halt einfach, ja, wenn man halt mehr mit denen abhängt, so, ne, man nimmt dann halt selber nicht so. Weil gerade die ersten Tage sind auch meistens die schlimmsten, so, ne, hat ja selber gesagt, so nach 1, 2 Wochen, klar, dann kann man auch wieder mit denen chillen, so. Und dann ist ja schon mal so dieses Bedürfnis halt einzurauchen, meistens halt nicht mehr so stark wie halt am ersten Tag oder so, wenn ihr da halt direkt wieder hingeht. Wobei es halt auch, es ist halt, das ist einfach immer so das Problem, weißt du, wenn alle so alle deine Freunde ja dann rauchen oder irgendwas konsumieren und selbst wenn du dich 2 Wochen von dem fernhältst und dann wieder mit dem abhängst, so, also die Chance, dass du auch wieder früher oder später was nimmst, ist halt einfach mega, mega hoch, so, ne? Die Chance ist einfach riesig, so. Und ja, deswegen ist das halt generell immer sehr, sehr schwierig. Wenn, da müssen wir vielleicht mit denen reden, dass sie euch auf gar keinen Fall irgendwas geben. Oder nur einmal die Woche, wenn ihr es nur einmal die Woche machen wollt oder whatever halt. Geniale Aber ja. Aussagen, wie zum Beispiel, ja, du bist selber schuld, KS, wenn du rauchst, wenn es dir schlecht geht. Rauch doch ein als Belohnung. Ich rauche zum Beispiel Gras oder ich rauche mein Gibbet als Belohnung. Leute, der Satz ist bei uns, glaube ich, 1000 Mal gefallen, versteht ihr? Jungs, lasst doch einen Joint erst dann rauchen, wenn die Arbeit fertig ist und so. Leute, wenn ihr das sagt, dann seid ihr drogenabhängig. Checkt ihr das nicht, Idioten? Weil das haben wir auch 1000 Mal gesagt. Man Ah hat ja gut, ja, wenn er es 1000 Mal gesagt hat und er war abhängig, dann ist es bei allen so. immer, man denkt immer darüber nach, man denkt immer daran. Und wenn man daran denkt, Leute, das ist dieses Suchtgefühl. Das ist so wie zum Beispiel, du bist verliebt in eine Frau und du denkst immer an sie, Einfach weil du Stopp bist sagen. verliebt in sie. Das ist dein Gefühl. Das ist ein Gefühl, Leute. Ist zwar kein guter Vergleich, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich rauche gerne. Ja, ich weiß nicht, das Ding ist, auch das würde ich halt so nicht sagen, weil wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich chill halt mit Kollegen so, man trifft sich halt, um Video zu drehen und dann holt einer einen Joint raus so, dann ist man ja nicht süchtig, wenn man sagt, jo, lass mir erstmal die Arbeit machen so. Und ich sag mal jetzt dagegen irgendwie abends, wenn man halt komplett fertig ist und zur Ruhe kommen möchte, ja, wenn man wirklich alles gemacht hat, mal einen Joint durchzupuffen oder so, ist, wenn man erwachsen ist, ja normalerweise jetzt auch nicht so das Problem. Ja, solange man halt immer noch sein Leben im Griff hat, das ist halt das Wichtigste so. Deswegen würde ich halt nicht pauschal sagen, jo, also jeder, der jetzt sagt, ich kiffe halt als Belohnung, nachdem ich zum Beispiel alle Aufgaben gemacht habe und nachdem ich 10 Stunden gearbeitet habe oder so, ist man halt nicht direkt süchtig. Also ich finde, er übertreibt halt so ein bisschen sehr krass, weil er halt nur auf das, weil er das alles immer so auf sich selber bezieht, wie das halt bei ihm war. So, und das ist halt einfach der Fehler. Ich meine, mag sein, dass die das halt gesagt haben und dann sich vielleicht auch gar nicht dran gehalten haben oder süchtig geworden sind, so. Aber es gibt bestimmt auch richtig viele Leute, die halt nicht süchtig danach sind und genauso handeln wie er. Also, das kann man nicht so über einen Kamm scheren. Also, er denkt da ziemlich. Alter, Ribbes, Dankeschön für die 18 Euro. Grüße an Tim. Bruder, Ehremann, Alter. Vielen lieben Dank. Genau das habe ich damals auch gesagt, Leute. Ich habe immer gesagt, ich rauche gerne, ich möchte gar nicht aufhören. Ich mache das gerne,
Ich drehe mir gerne ein, ich chill zu Hause, ich kiff. Ist halt einfach viel gemütlicher, man kifft, man zockt, man schaltet ab. Es ist halt einfach ein schönes Gefühl, Leute, was soll ich euch sagen? Es ist halt einfach wirklich nice, aber es ist halt einfach so ein riesiges Aber, Leute. Es ist wirklich das wert, euer Leben aufs Spiel zu setzen, weil man muss sich so vorstellen, okay, vielleicht seid ihr jetzt noch nicht richtig abhängig, ihr raucht vielleicht nur einmal im Monat oder einmal in der Woche, aber irgendwann kommt ihr vielleicht auch in diesen Zyklus rein, wo ich war. Natürlich ist es von Person zu Person verschieden, Leute. Der eine ist vielleicht anfälliger, der andere ist vielleicht nicht so anfällig, aber ich bin so ein Typ, ich bin einfach richtig krass anfällig gewesen. Ihr könnt ja da sitzen und euch denken, ey, labert voll den Scheiß, ich mache das, was ich möchte, ist eure Entscheidung, Leute. Also wie soll ich sagen, damals habe ich es geliebt, Leute, und ich habe es jetzt hassen gelernt. Aus dem Grund, weil es mich einfach als Mensch weiterbringt. Ich habe so viele Sachen geschafft, Leute, Ja, die ich Slack wegen Twitch. monatelang nicht geschafft habe, weil ich gekifft habe, okay? Und jetzt, Leute, ich habe so viele Sachen geschafft, weil ich einfach klar denken kann, ich denke nicht mehr dran, ich denke nicht mehr jeden Tag dran, wo kriege ich jetzt mein Gras her? Versteht ihr, was ich meine, Leute? Ich denke nicht mal mehr dran. Ich habe jetzt einfach Zeit, um über was anderes nachzudenken. Und ich glaube, diese Zeit solltet ihr euch selbst auch schaffen, Leute. Das ist sehr, sehr wichtig. Ihr habt nicht so viel Zeit, Mann. Dann hat einer. Ja, ich weiß nicht, das ist halt auch. Naja, also ich sag mal, wenn du jetzt einmal im Monat raus oder einmal in der Woche, ich sag mal, es ist ja nicht so, dass du dann halt plötzlich irgendwie süchtig bist und das auf einmal jeden Tag machst. Also ich glaube, er denkt halt, danke Wurzelbaum König, wie 3 Euro Kaffee und Kuchen mit KS-Freak wäre nice. Ja, der hat leider nicht geantwortet. Ich habe den gefragt, vielleicht frage ich ihn nochmal, ich schau mal. Aber er hat leider nicht geantwortet gehabt. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, es ist halt sehr, sehr. Es ist halt nicht klug, was er sagt. Also, wenn du jetzt einmal die Woche raus, ist es nicht so, dass du dann ganz plötzlich süchtig bist und du jeden Tag raus. Natürlich sollte man auch kritisch auf sich selber gucken und auch schauen, okay, wird das mehr? Wie ist das, wenn ich halt auch mal dann vielleicht eine Woche nicht rauche, weil ich vielleicht keine Zeit habe oder ich habe jetzt nichts oder sonst irgendwas? So merke ich dann direkt, okay, ich hol's aber nach, ich habe richtig Bock so. Oder ist einem das egal? Also da gibt es ja auch Warnsignale. Aber ich sag mal, du wirst halt auch nicht so schnell süchtig, dass wenn du jetzt einmal im Monat oder einmal in der Woche raus, dass du plötzlich 3 Monate später süchtig bist. So, er sagt ja selber auch, dass es halt von Person zu Person unterschiedlich ist, aber ja, so wie er sich das vorstellt, passiert das normalerweise halt nicht. Also ich kenne zumindest keinen, bei dem das so angefangen hat. Geschrieben, du kannst von Dope nicht süchtig werden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Leute, bitte, wenn ihr solche Kommentare lest, bitte einfach überfliegen. Das ist so eine dumme Aussage. Das ist wie wenn einer sagen würde, ja, du kannst vom Alkohol trinken nicht süchtig werden. Du kannst, wenn du eine Line Koks ziehst, dann kannst du nicht süchtig werden. Aber wenn du einmal probierst, dann möchtest du vielleicht noch einmal probieren. Das ist so menschlich, Leute. Es ist einfach so menschlich. Es gibt keinen Menschen, der einmal was isst und dann schmeckt es ihm Ja, ich habe irgendwie und kritisch auf er mich isst es geguckt, dann nie wieso? wieder. Bin Gab ich es das schon süchtig? Ich mal? glaube Ich nicht. denke nicht. Lasst einfach gleich die Finger davon. Meine Fresse, Digga. Man braucht es nicht, Leute. Wirklich nicht. Man braucht gar nichts davon, Digga. Dann hat einer auch geschrieben, dass Ja, es. da muss ich mir aber auf jeden Fall zustimmen, ne? Also natürlich kann man halt davon süchtig werden. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das wirklich Leute geschrieben haben oder ob das jetzt einfach der 12-jährige Lukas war, der das erste Mal eine geraucht hat oder so. Aber ja, da hat er natürlich recht. Man kann davon natürlich süchtig werden. So. Vielleicht nicht so schnell wie von anderem Zeug, aber trotzdem muss man da natürlich immer aufpassen, ne? Weil ja, am Ende ist man süchtig und was dann ist die Frage, ne? Mein eigener Fehler war, dass ich dann zum Beispiel, dass ich Haze konsumiert habe, während es mir schlecht ging. Man soll es nur konsumieren, wenn es einem gut geht. Wieso, was soll ich dazu sagen, Leute? Jemand, der gerne Haze raucht, der raucht es einfach immer. Ist halt einfach so. Von diesen Menschen, die ich kenne, die selber rauchen, die rauchen, wann die wollen, Leute. Die achten jetzt nicht drauf, ob es denen jetzt gerade gut geht oder schlecht geht, sondern die rauchen einfach, weil die gerne rauchen. Finde diese Aussage auch komplett dumm. Das ist einfach wieder so jemand, der schon in diesem Zyklus drinnen ist, der selber kifft und es feiert. Genau wie ich, Leute, damals. Ich war auch genau so. Genau so. Wenn einer gesagt hat, nee, das ist scheiße, sag ich, was laberst du, Digga? Du kennst dich einfach damit nicht aus, versteht ihr? Ja, Ich was war ganz laberst du, genauso. Digga? Und wo hat's mich hingebracht? Leute, meine persönlichen Nach. Ja, keine Ahnung, das ist halt, wie gesagt, er bezieht das halt immer sehr krass auf sich persönlich. Als ob man jetzt dann wirklich nur rauchen soll, wenn es einem selber gut geht, sei jetzt einfach mal dahingestellt. Im Endeffekt, die Masse macht es ja auch am meisten so. Aber klar, die Aussage ist halt jetzt auch nicht so klug. Aber man merkt halt einfach, dass er sehr viel nur auf sich bezieht und nicht so allgemein jetzt auf das, was die Droge halt macht, sage ich mal, ne? Sondern bei ihm ist es halt Kacke gelaufen und deswegen ist es halt jetzt so das Teufelszeug. Wirkungen. Ja. Ich habe sehr, sehr viele Sachen vergessen. Ab und zu bin ich einfach hängen geblieben.
So 40 Minuten lang bin ich einfach in einem Loch gewesen, wenn wir richtig starke Sales gehabt haben, Leute. Richtig Das habe ich gutes, und noch das nie haben wir gehabt. immer gehabt. Und das in Linz, Leute. Das war halt schon richtig gutes Amsterdam-Haze. Und umso besser das Haze ist, Leute, umso abhängiger werdet ihr. Und falls ihr zum Beispiel nicht so Naja, schnell ist ja jetzt auch mal abhängiger dahingestellt, ob werdet, das dann ist wirklich euer stimmt. Haze einfach scheiße. Auch mein Aussehen hat sich Ah. komplett verändert, Leute. Mein Gedankengang hat sich verändert. Mein Gefühl hat sich verändert. Ich bin sehr, sehr emotional geworden. Ich habe mich auch manchmal nicht rausgetraut. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass mich irgendwer verfolgt, wenn ich am Stone zum Beispiel draußen war. Natürlich gibt es auch positive Eigenschaften, Leute, von Haze. Also ich will jetzt nicht nur über diese schlechten Sachen reden, sondern es gibt auch. Ja, gut, also das Ding ist, das sind schon alles Dinge, die, soweit ich weiß, halt auch auftreten können, theoretisch, außer jetzt so generell das Aussehen. Ich glaube, da macht es nicht so viel, aber ja, so Angstzustände oder sowas können da, glaube ich, tatsächlich von kommen. Die können ja auch theoretisch Psychosen auslösen, wenn du dafür ja, gemacht bist, sage ich mal, ne? Wenn du die Anla Veranlagung dafür hast. Also da hat er mal nicht hundertprozentig Bullshit gelabert, würde ich Positive sagen. Sachen. Aber diese Theorie, zum Beispiel, da gibt es ja diese positive Theorie, zum Beispiel, weil viele auch gesagt haben, dass ich glaube, das iPhone oder so ist auf LSD erfunden worden oder auf Gras ist man kreativer und so. Es ist halt so diese Befürworter-Strategie. Ja, auf LSD, Digga, die haben Dings erfunden, Flugzeug, Handys, das und das. Auf Gras, der hat einen Welthit geschrieben und so. Leute, ich schwör's euch, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich war auch so, checkt ihr? Ich hab auch gesagt, ja Mann, der hat doch das erfunden und so, Bruder. Ja Mann, und dann auf einmal ich häng, Digga, ich mach gar Ah nichts. Versteht ja. ihr, was ich meine? Man ist einfach viel langsamer, Leute. Ich habe auch jetzt zum Beispiel letztens wieder einen Song geschrieben und ich habe mir immer gedacht, auf Haze, ich schreibe besser Songs. Nein, Mann, Leute. Ich habe einfach wirklich einen besseren Song geschrieben, Leute, wie wo ich stoned war, Digga. Weil ich es einfach Wow. klarer denken kann, wenn ihr Ja, noch. dazu muss man halt sagen, bei mir ist es halt auch so, ne? Ich habe auch, wo ich dann gekifft habe, manchmal so mein Laptop oder so mitgenommen. Ich dachte so, ja. Vielleicht ziehe ich ein paar Mal dran, ne, und dann schreibe ich vielleicht ein Skript oder so, habe ich eigentlich auch so gut wie nie gemacht. So, man ist eigentlich, also so kreativ kommt immer so drauf an, würde ich sagen. Manchmal habe ich auch so, wenn ich bekifft bin, so Phasen, wo ich denke, ja, man, das und das machst du, aber ich habe dann halt nie so die körperliche Verfassung, sage ich mal, um das wirklich zu machen, ne, sondern meistens will man ja dann halt einfach chillen und so. Deswegen, also mich jetzt komplett wegkiffen oder sowas, würde ich generell nicht mehr machen, so, ne. Ich finde so ein paar Züge oder so, dass man so ein bisschen so leicht davon was spürt, finde ich halt noch okay. Aber jetzt so, dass ich mich wirklich komplett weghaue mit so zwei, drei Joints oder so, auf gar keinen Fall. So, weil du liegst einfach nur in der Couch, du willst nichts machen, am Ende pennst du ein, bringt dir halt nichts. Also ist so meine Meinung. Wenn du aber nur so leicht so angekifft bist, sag ich mal, weißt du, dann bist du noch so fit, um alles Mögliche zu machen. Und das ist dann halt noch in Ordnung. Ja, wie gesagt, haltet euch davon fern, wenn ihr jung Hey, seid, seid aber. dann ist euer Körper so gechillt. Erstmal kurz nichts machen, kurz nachdenken. Yeah, Freestyle, Flow. Versteht ihr, was ich meine? Man ist einfach viel langsamer, Digga. Die ganze Gruppe ist langsamer. Auch wenn die Leute auf LSD das und das erfunden haben. Verpisst euch, der ist doch so intelligent gewesen. Der hätte es wahrscheinlich auch so erfunden, Leute. Ja, Lasst. vor allem das Ding ist auch, was man bei dem Argument natürlich nicht vergessen soll. Ich meine, okay, dann sind vielleicht drei, vier krasse Dinge unter LSD erfunden worden. Aber wie viele Leute haben LSD genommen und haben nichts verändert an ihrem Leben oder haben nichts Krasses erfunden oder so? Also das ist auch immer so eine komische Aussage. Euch Ne? doch nicht von diesen Leuten so eine Scheiße. Es gibt bestimmt auch irgendjemanden, der mal einen Autounfall hatte und sich dann dachte, Digga, das ist die Idee. So, deswegen ist es ja nicht cool, Autounfälle zu haben. Enderman Zock 2, Dankeschön für den Twitch Prime Sub, 4 Monate, ein Joint am Morgen verteilt, guck mal, so. Digga. Ja, vor allem, Also. was ich auch gar nicht kann, muss ich sagen, ist so jetzt direkt morgens kiffen oder so. Ich weiß nicht, also fühle ich überhaupt nicht so, weil für mich ist sowas wie, oder auch generell so Alkohol, so kennt ihr das zum Beispiel, wenn ich jetzt so Vatertag oder so, da bin ich jetzt irgendwie mal 2 Jahre mitgegangen, sonst war ich auch nicht so der Typ und hab dann halt Bier getrunken, dann hast du vielleicht mal einen Shot oder sowas noch genommen, ne? Und da war das halt auch so, du gehst halt um 8 oder 9 Uhr, triffst du dich halt, keine Ahnung, du bist um 12 Uhr irgendwie voll. So, und dann ist es vielleicht so 17, 18 Uhr, wo du vielleicht wieder zu Hause bist, außer du gehst vielleicht noch feiern, so, aber ich bin da meistens immer so zu Hause gewesen. So, und da war man halt irgendwie so kaputt, weil man halt irgendwie schon besoffen war, weil man ist auch gerade wieder nüchtern geworden und ich weiß gar nicht, was ich mit der Zeit da machen soll, so. Weil ich weiß gar nicht so, ja, was, also, keine Ahnung, penne ich jetzt um 18 Uhr oder bleibe ich noch wach, was mache ich jetzt so? Das ist immer so voll komisch, danke Entchen für 5 Euro. Musste am Wochenende wegen Weed passiv ins Krankenhaus und habe auch das Gefühl, mein Freundeskreis wird ein schlechterer Einfluss, sollte man das Gespräch suchen oder sich distanzieren. Ein Ratschlag von dir dazu wäre schön. Also, ich sag mal so, ich würde generell, glaube ich, immer, bevor ich, mit meinen Homies oder so den Kontakt abbreche, auf jeden Fall erstmal halt mit denen reden, so, weil
Ich sage, wenn du mit denen redest und am Ende kommt halt raus, ja, das wird halt nichts so, okay, dann distanziert man sich halt, das passt ja. Kann ja aber auch sein, dass sie selber sagen, ja, hast recht, das war Kacke, wir passen auf oder ja, ändern halt irgendwas an ihrem Verhalten oder so. Ich weiß ja auch nicht genau, was vorgefallen ist. Ich würde auf jeden Fall das Gespräch suchen, so, weil schlimmer als sich zu distanzieren, kann es ja sowieso nicht werden und du hast immer noch die Chance, dass es halt besser wird. Ne? Also würde ich auf jeden Fall sagen. Und normalerweise sollten dich die Freunde ja auch verstehen. Ne? Ja, genau. Und bei Gras ist es halt genauso. Weißt du, du wachst halt auf, so, du duschst dich, machst dich fertig, was weiß ich, gehst raus, so. Und dann kiffst du halt direkt so. Also ich wurde auch schon öfter eingeladen, irgendwie irgendwo zu frühstücken und zu kiffen. Und ich dachte mir auch so, warum soll ich das denn machen? So, dann sitze ich um 10 Uhr irgendwo, esse bekifft was, ja, und also wie sieht mein Tag dann aus so? Dann bin ich bekifft, komplett runtergezogen und sitze den ganzen Tag dumm rum. Habe ich keinen Bock drauf, so, das fühle ich einfach nicht. Weiß aber, wenn du das halt abends machst, so, dann kannst du halt mal chillen und dann gehst du sowieso ins Bett und dann stehst du am nächsten Morgen auf, bist fit. So, ja. Das ist auf jeden Fall dann eher so mein, so. Ich kann das gar nicht ab. Also wenn ihr zum Beispiel eure Eltern fragt oder fragt mal euren Onkel oder fragt mal Warte, einfach was? Was war ältere die Menschen, Frage? eure Also, Eltern fragt oder fragt mal wie, euren also, Onkel oder fragt mal einfach ältere Menschen auf der Straße, ob sie Drogen konsumieren. Die meisten Leute, die Drogen konsumieren, sind eher jünger. Ist ja logisch, Leute. Weil die einfach anfälliger für sowas sind. Und ältere Leute haben das alles schon durchgemacht und sind clean. Die sind davon wieder weg, Leute. Weil die wissen, dass es nicht gut ist für die. Ihr müsst nicht auf mich hören. Ich bin nur so ein Typ aus dem Internet, Digga. Versteht ihr? Aber ich kann euch jetzt schon sagen, mit 26, weil ich habe das Know-how eines 35-Jährigen, Leute. Ich habe mehr erlebt als jeder andere Mensch da draußen. Ich habe so viel Geld ausgegeben, Leute. Wenn sich jemand mit Drogen und mit Geld und mit Frauen und mit Leben auskennt, dann bin ich es, Digga. Und ich kann euch ja, davon nicht er ist es erzählen, einfach. Leute. Derjenige, der 100.000 Euro Schulden hat beim Finanzamt, der kennt sich mit dem Leben aus. So ist dann halt einfach so, Weil ne? es zu weit gehen würde. Das waren eigentlich alle Themen, die ich heute besprechen wollte. Ja, also dazu keine Ahnung. Es gibt halt auch viele alte Leute, die halt Drogen nehmen. So, das Ding ist, dass generell in der heutigen Zeit, also unsere heutige Generation, auch prozentual mehr Drogen nehmen, als es vor 20, 30, 40 Jahren der Fall gewesen ist. So natürlich kiffen dann halt weniger alte Leute, weil die das in ihrer Jugend auch teilweise einfach gar nicht hatten. So, also das ist halt so eine dämliche Aussage. Also heutzutage ist es einfach viel verbreiteter, so dieses Kiffen. Ne? Ich weiß gar nicht, da gibt es auch irgendwie sogar, ich weiß nicht, wie viel Prozent, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, weil wer von den 18-Jährigen schon mal einen Joint geraucht hat. So, auf jeden Fall ist es halt viel, viel mehr, als es früher der Fall gewesen ist. So, und dann ist es ja auch klar, dass es dann halt jetzt mehr Leute gibt, die einfach noch Drogen nehmen als früher, weil es früher schon weniger waren. Und ich sag mal, wenige Leute denken sich wahrscheinlich mit 40, 50 so, ach Bruder, ich glaube, jetzt muss ich mal auf jeden Fall einen Joint ausprobieren. So, fix das mal bitte. Bruder, das liegt an Twitch, da kann ich nichts machen. Was soll ich jetzt tun? Mit euch, So. Leute. Ich bedanke mich an jeden, der einen Kommentar geschrieben hat, an die 70% echt, Befürworter Alter? sowie Okay, heftig. an die Leute, Ich die dachte jetzt gegen so 40 Drogen sind. Ich vielleicht. hoffe, euch hat das Video wieder zum Nachdenken gebracht, so euren Gedankengang vielleicht verändert, was das betrifft. Auch wenn viele sagen, ja, er ist ein Opfer und so, der raucht kein Weed und so, der raucht kein Haze, der kennt sich nicht aus und so. Leute, bildet eure Meinung selber, mir ist es Ja, bitte eure Meinung scheißegal, so, mir selber, ist Bro. es Na, mach mal wurscht, hier. weil ich Na, habe viel selber, zu Bro. tun. Auf meinem Hauptkanal, Leute, kommt im Januar eine richtig krasse Single, Leute. Ich möchte einfach im Jahr 2020, Leute, das ist auch so mein Ziel. Ich möchte Deine Aussage war gut. Kuchen! Wenn man am Abend kifft und nichts mehr fort, ist es für mich keine Sucht. Ab dem Moment, wo du das Kiffen vor deinen Alltag schiebst und schon morgens kiffen musst, ist es für mich absolut eine Sucht. Ja, also ob man jetzt dann direkt, ob man dann direkt süchtig ist oder so. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. So, also ich denke schon, dass es dann, dass man dann eher süchtig ist. Ich sage mal, wenn du jetzt einen Tag nichts zu tun hast und du kiffst dann am Morgen, ob man dann direkt sagen kann, dass man süchtig ist, ich glaube, auch da macht es halt irgendwo die Masse. Wenn du das jetzt irgendwie ein, zweimal machst oder so, würde ich das halt nicht direkt sagen. Aber wie gesagt, also ich mache das generell nicht so, weil ich da halt einfach so keinen Sinn sehe. Also auch wenn ich jetzt gar nichts zu tun habe, ist ja trotzdem irgendwo ein verschwendeter Tag. Und ich sag mir jetzt auch, wenn ich so nichts zu tun habe, kann ich ja trotzdem, was weiß ich, da mache ich ein paar Bilder für Instagram oder so, beantworte Nachrichten, mache mir Gedanken über Videos oder so. Oder chill halt einfach, unternehme was. Weißt du, aber auch ist ja auch so, wenn du gekifft hast, so, du kannst ja auch kein Auto mehr fahren, nix. So, da, und rumlaufen willst du auch nicht mehr. Dann sitzt du halt irgendwo auf der Couch und ja, sitzt da halt. Ist irgendwie nicht so geil. Ist es eine Sucht, wenn du es wirklich brauchst? Hä, warte, ist es eine Sucht, wenn du es wirklich brauchst? Inwiefern, wenn du es medizinisch brauchst oder was, ja, dann würde ich nicht unbedingt sagen, dass du süchtig bist. Das Ding ist ja, also das wirkt ja auch bei jedem anders, ne? Zum Beispiel hier Leute, die so Parkinson haben oder so, die so den ganzen Tag zittern, wenn die, glaube ich, Gras konsumieren, die haben gar nicht so diese Wirkung, dass die dann richtig high sind, sondern das geht halt dann, also das macht dann eher so die Krankheit weg, so, ne? Ja.
möchte wieder on the top sein und ich weiß, ich schaffe es nur ohne Drogen, Leute, deswegen bleibe ich auch clean. Always stay fresh, Leute, ich bin raus. Servus. Ja, oder Leute mit Tourette oder so, ja. Ich feiere den Outro-Beat auf jeden Fall, der ist ganz nett. Ja, was soll ich sagen? Also, danke Felix für die 3 Euro. Weihnachtsgeld wird klug investiert. Bruder, wird direkt in Döner reingehauen, Alter. Vielen lieben Dank. Ja, ich glaube, viel kann man dazu nicht sagen. Ich glaube, wir haben jetzt auf jeden Fall, genug, auf jeden Fall darüber geredet.